Moin Leute, hier zurück bei Black Ops 4 mit dem Spezialisten Hauptquartier und mit dem Specialist Fire Break. Ja, sperren Sie Bereiche um strategische Positionen mit verheerenden Strahlungsdösen, Dosen aus dem Reaktorkern oder mit dem Flammen des Reinigers Flammenwerfers zu sichern. Basisausrüstung Reiniger und einmal hier Ausrüstung Reaktorkern. Ja, dann mal schauen, was abgeht. Gespielt wird dann hier Scharmütz Rekrut, Stellung kontra Band. Und dann geht es direkt los. Mal schauen, was abgeht mit dem. Alles auf Rekrut natürlich. Aber es sollte ja auch erstmal reichen. Gib Alarm, Mann. Dein Rufzeichen ist Firebreak. Der Reiniger ist ein Flammenwerfer. Damit sind Feinde schnell so richtig gut durch. Der Reaktorkern sendet tödliche Strahlung aus, die Mauern durchdringt. Willst du einen Bereich sperren? Kein Problem. Lern den Scheiß, Mann, als kämst du mit einer Atombombe zu einem Messerkampf. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das habe ich schon mal ab und zu im PvP gesehen. Firebreak. Aber so viel gebracht eigentlich Siehst du diese Waffen da an dir? Du wurdest für die Gebietsverteidigung geschaffen. Jetzt nähere dich dem Ziel und pack den Reiniger aus. So, Reiniger aktiv. Siehst du den Typen? Mann, fies, aber hey. Selbst wenn ein Feind das Grillen überlebt, hat seine Gesundheit leiden müssen. Oh, okay. Dann wir raus und Spaß haben. Vor uns ist ein echt unordentlicher Raum. Mach deine Mama stolz und freu mich so richtig an. Au. Jeder liebt Grillpartys. Es kommt nur darauf an, wer am Grill steht. Ich mag mein Fleisch gut durchgebrutzelt, aber pass auf. Du hast nur wenig Benzin in der Waffe. Wir lernen durch praktische Anwendung. Also los, rüber zur Markierung. Alles klar. Finde die Feinde auf der Minikarte und flammiere sie bis nach Meppen. Aber denk dran, der Reiniger hat nur wenig Benzin. Möge der Saft mit dir sein. Das ist der halbe Weg zum Sieg. Renn weiter. Okay. Ja, wie gesagt, das ist natürlich jetzt, wie man hier gerade sieht, nicht wirklich so wie im PvP. Beim PvP hat man die Waffe natürlich extrem selten. Gut gemacht, Soldat. Wie wär's, wenn ich dir jetzt den Reaktorkern vorstelle? Das würde ich jetzt mal gerne zum Schluss. Okay, machen wir es einfach. Der Reaktorkern ist eine Atomwaffe. Halte die Taste gedrückt und flamm drauf los. Okay, einfach los flammen oder was? Du musst diesen Knopf auf jeden Fall gedrückt halten. Das Teil ist ein zweischneidiges Schwert. Es schadet dem Feind, aber auch dir. Ich wollte gerade sagen. Also behalte deine Gesundheit im Blick. Wenn das keine Simulation wäre, wärst du jetzt ein scheiß Glühwürmchen. Beim nächsten Ausflug in die rote Zone bist du Toast. Okay. Du musst ein Gespür für Effekte über Zeit und die Entfernung entwickeln. Geh näher an die Arschlöcher ran, wenn du den Kern benutzt. Und die Antwort lautet ja. Ich erinnere mich an meinen ersten Abschuss. Und jetzt ist die Hackfresse da drüben dran. Nicht im roten Bereich kommen. So toll finde ich das aber gar nicht. Der Reaktorkern hat zwei Vorteile. Und jetzt sind es zwei. Weiter geht's mit der Genierunde. Und hinter Wand Nummer 1 haben wir... Aber mit dem praktischen Reaktorkern rösten wir sie einfach durch die Wand hindurch. Ein tolles Geschenk für den Strahlungstag. Das muss sich doch gut anfühlen. Und ein kleiner Techniktipp für dich. Die Strahlung wirkt auch in der Senkrechten. Verwandelt einen Scharfschützen aus, guck mal eben, in einen Haufen Asche. Ja, ich glaube aber nicht, dass man PvP da so gut mit agieren kann, weil man wird sofort weggeschossen. Es dauert viel zu lange, bis einer da hoch verreckt. Zünde die Fackel an, Baby. Feinde werden von den Torbögen. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Flammenwerfer könnte da noch reinhauen, ja. Vielleicht nimmt auch ein bisschen die Sicht. Aber sonst. Muss man sehen. Feuer den Mond an und lass der Waffe freien Lauf.
Dein Feind nutzt die Deckung aus. Eine schlechte Idee. Bis wir uns einfach müssen. Schieß doch nicht. Es ist Zeit für den Kern. Rücke vor, du wunderbarer Mistkerl. Oh ja, ich bin ein wunderbarer Mistkerl. Läuft. Unsere Feinde denken, sie wären hinter dieser Mauer sicher. Oh, dir, du wurdest für den Sturm geboren. Und jetzt bring die Hölle zum Kochen. Alles klar, bin ich dabei. Die kleinen Schweinstaben. Hoffentlich ist sie gut versichert. Erinnere dich an das, was du gelernt hast. Und räucher sie aus. Kombination der Waffen. Du hast es ihm gezeigt, ihm ganz schön die Meinung gegeigt. Aber der Feind bleibt nicht still. Doch jetzt ist deine Punkteserie im Spiel. Einen Punkt für jeden Abschuss. Kämpfe bis zum Schluss. Dann gehört dir ein Thresher. Doch solltest du sterben, kannst du die Punkte nicht erben. Aber eine Niederlage kennt nur eine Lösung. Versuch's nochmal, Mann. Alter, ob der Flammenwerfer könnte ganz gut reinhauen. Das wirklich, wenn die wirklich so schnell fallen, die Leute, dann ist das gar nicht so schlecht, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt. Geladen und entsichert, Baby. Los geht's. Na, wo kommt ihr? Da. Halbzeit, Mann. Den Rest packst du auch noch. Das ist gar nicht so lustig eigentlich. Nee, nee. Das ist ganz böse. Schöner Tag, was? Hast du Lust auf Feinde töten? Einen oder zwei? Weißt du, das ist unser Job. Du hast hier einen Thresher. Thresher wartet auf Befehl. Jetzt kannst du die Lichtshow auf der Mauer, auf der Lauer, ist Luft und Unterstützung. Pass auf. Das macht mehr Spaß als ein Luftangriff. Rein gar nichts. Oh, allein dafür hat sich der Eintritt gelohnt. Wo ist denn der Thresher da? Das Warzenschwein auch genannt. Du hast sie fertig gemacht. Aber hör zu, wir haben nur wenig Zeit. Das sind nicht nur reine Waffen des Todes. Das sind Wegbereiter der Veränderung. Du musst alles niederbrennen, um durch die Tore von Valhalla zu marschieren. Da, kein Traum darf leben. Diese Feuertore werden gerade erst eingeschlossen. Finde das Tor, mein Freund. Wurz, Ende. So, Aufnahme abgeschlossen. Du dreckige kleine Diebin! Wertlose Made, genau wie dein Bruder! Okay, jetzt haben sie es wohl nicht gezeigt. Okay, da überhaupt nicht. Okay, gut, das war Thresher. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Stellung. Einfach Scheiß. Die Stellung besetzen, Feinde abwehren, Punkte einstreichen. Alles klar? In Stellungen zu überleben erfordert Disziplin.
Sei schlau, finde einen geeigneten Ort und nutze deine Werkzeuge. Aufgepasst! Die Stellungen wechseln im Kampf ihre Positionen. Wer sich nicht anpassen kann, stirbt. Okay. Glaub mir, Mann, wenn du das Punktelimit zuerst erreichst, passiert was Tolles. Bin ja gespannt, ob was Tolles passiert. Ob ich dann auch den Thrasher wieder rufen kann, wäre ganz cool. So, da geht's los. Mal gucken, wie ich faile. Stellung. Jetzt noch so natürlich ein bisschen länger mit den Aufladungen, ne? Das Ziel ein. Unten. Geht's nicht so schnell. Stellung lokalisiert. Meine Teammates hier ganz gut. Feinde haben die Stellung erobert. Sichtkontakt. Stellung abgeriegelt. Wir gewinnen hier. Drohne bereit. Ich vergesse auch immer, mich zu stimmen, ne? Setze Fernlenkladung ein. Startet Überwachungsoperation. Ja, wie schnell schießt die mich noch runter? Zeit bei 50%. Mist. Kämpfen um die Stellung. Bereit zu strahlen. Sensoren haben wieder passt. Battery ausgeräuchert. Aha. Stellung lokalisiert. Drohnenenergielevel bei 50%. Nächstes Ziel. Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Stellung abgeriegelt. Boah. Vorräte bei meinem Marker abwerfen. Vollstrecker geräuchert. Kampfhubschrauber bereit. Stellung umkämpft. Aha. Ein paar Kugeln hier. Recon vernichtet. Stellung lokalisiert. Firebreak. Feinde haben die Stellung erobert. Doppelabschuss. Benötige Drohnenüberwachung bei meiner Position. Drohne in der Luft. Weiter geht's, weiter geht's. Sektor 3-1, gute Treffer. Kampfschau regelt wieder. Ihre Drohne wurde zerstört. Stellung abgeriegelt. Jetzt wird das Kommando über den Drohnenschwarm. Nein, sie erwischen mich auch noch. Ich Idiot. Wir haben die Stellung verloren. Zeitraum 3-1 ist raus. Verdammt, ich brauche die Punkte. Soll schnell zu Ende gehen hier. Wir gewinnen. Los, los, los. Firebreak, los, los. Ein schneller Weg muss sein. Firebreaker bittet Kampfhubschrauber. Stellung identifiziert. Hundi rennt auch schon rum. Sehr gut. Was? Ja, krass. Stellung gesichert. Boah, die KI macht mich fertig hier. Was ist los? Nein, ich bin gerade erst frisch aufgestanden hier. Gut aussehen, ich weiß. Ich bin gute der Helikopter, der regelt wieder hier. Und der Hundi auch. Und da haben wir jetzt. Sehr offen. Abschuss bestätigt. Die Heli macht alles fertig. Zur Strahlung. Hier, also mal 15 Punkte oben drauf. Ne, gar nicht. Stellung identifiziert. Das war's für die.
Erbitte Drohne bei meinem Stellung abgeriegelt. So, wo geht's zum nächsten Ziel hier? Was ist mein Ding hier? Die Fanbus? Wo? Was? Ach, da oben. Kämpfen um die Stellung. Drohnenzeit bei 50%. Kämpfen um die Stellung. Nein! Alter, wie sie mich schnell legen können. Absolut unglaublich. Aber so geht das halt einmal, ne? Sack kriegen tut auch mal gut. Reaktorkern aktiv. Aha. Stellung identifiziert. Also man kann mit dem Reaktorkern eingemacht arbeiten, aber das ist nicht gut. Drohne bereit. Sensoren haben Ziel erfasst. Falsch gelaufen. Wow. Ja. Ist klar. Wie schnell geht das denn? Stellung abgeriegelt. Ihre Drohne wurde zerstört. Was? Meine Drohne wird zerstört? Warum? Warum ist das so? Wer macht das? Kämpfen um die Stellung. Kämpfen um die Stellung. Jetzt geht die ab, jetzt fühlt ihr alles. Kämpfen um die Stellung. Kommando, Drohne bittet Kampfhubschrauber. Sind die unter mir hier oder was? Wo sind die denn? Stellung identifiziert. Wo sind die? Tag erledigt. Feinde haben die Stellung erobert. Drohne bereit. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Stellung gesichert. Okay. Wie lange ist er nicht? Wir haben gleich gewonnen. Reiniger kann loslegen. Also hier die Regel schon alleine, kann gar nichts machen. Ausgeschaltet. Reaktorkern heiß. Aha. Feind hat die Stellung. Ziel erledigt. Wo ist die KI jetzt? Hallo? Jetzt versteckt sie noch ab. Alles klar. Stellung gesichert. Benötige Hellstorm Angriff Kommando. Stellung umkämpft. Zwei weniger. Werdet nicht selbstgefällig. Beendet die Mission. Stellung ja, umkämpft. Ja, beenden wir noch. Ja, ja, ja. Komm, 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 zieh. Sensor verfügbar. Kämpfen um die Stellung. Mist, wir müssen verkuckeln hier. Stellung umkämpft. Das kann auch schon. Boah, nein, nicht kopieren. Victory 1 hier eingetroffen. Beginnen mit dem Angriff. Kämpfen um die Stellung. Kugel, Kugel, Kugel. Sieh mal, sorry. Stellung identifiziert. Der Feind hat die Stellung. Sensoren haben Ziel erfasst. Die Zeit wird knapp. Kämpft, als gäb's kein Morgen. Drohnenzeit bei 50%. Diese ist erledigt. Victory 1-4 wechselt auf Reservetag. Stellung gesichert. Firebreaker mit dem Standkontrolle. Kämpfen um die Stellung. Stellung umkämpft. Einer weniger. Stellung umkämpft. Sieg gesichert. Oh, oh, ja. Neue Befehle erhalten. Victory 1-4 zieht sich zurück. Reaktor fährt hoch. Stellung umkämpft. Wow. Stellung lokalisiert. Vernichtet. Recon vernichtet. So, ein paar Sekunden noch und dann haben wir gewonnen natürlich. Oh, der Feind hat die Stelle. Gut. Bitte Kampfhubschrauber bei meiner Position, Kommando. Joker 1-1 auf Position eingetroffen. Beginne
Maschine Bodenangriff. Oh, die Zeit steht, okay. Ja, also wenn die jetzt den Punkt einnehmen, steht erstmal die Zeit. Alles klar, gut zu wissen. Seraph erledigt. Stellung gesichert. Was ist das? Kämpfen um die Stellung. Jetzt. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Hey. Joker 1-1 hat die Halbzeit erreicht. Sieht das so leicht aus. Sieg natürlich. Easy peasy hier. Okay, das war jetzt die beste Szene. War eigentlich nichts passiert wirklich. Warum haben sie uns nicht erledigt? Wir waren leichte Ziele. Sie haben aufgehört zu feuern? Dann zwei Schüsse. Bam, bam. Dann nichts mehr. Okay. So, das war Firebreak. Ja, könnt ihr auch austesten. Ich werde ihn auch mal so austesten. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu spielen im PvP. Aber wie gesagt, werden wir sehen. Werde ich auch nochmal irgendwann testen. Das war jetzt erstmal so angespielt, würde ich mal sagen. Vielleicht hat es auch gefallen. Wenn ja, freut mich das. Wenn nicht, schade. Und als nächstes gehen wir dann zu Nomad. Gucken, was der so kann. Aber das sehen wir dann im nächsten Bit. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.